Anfänge des Brauwesens, wie sagt man so schön, des seriösen Brauwesens von richtigem Bier, ja, die datieren aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bis dahin brauten die Berliner, häufig übrigens auch Frauen, Brauen war durchaus auch eine Frauentätigkeit, untergäriges Bier, so ein Braunbier mit Spucke. Erst die Bayern. Die Bayern brachten das richtige Bier. Ab 1840 entwickelten sich in den Abhängen des Prenzlauer Berges zuerst, später auch auf der anderen Seite des Urstromtals in Schöneberg, Brauereien. Warum? Weil das nach bayerischer Brauart gebraute untergärige Bier während der Gärung gekühlt werden muss. Dazu braucht man kühlbare Räume, die sich am ehesten in den Abhängen des Barnims ergraben ließen. Dort wurde Natureis, ja, in speziellen Eiskammern eingelagert, um die notwendige niedrige Temperatur zu erzeugen. Das ist das eine. Das zweite ist, nachdem die siegreichen preußischen Soldaten aus dem Deutschen Krieg 1866, da ging es gegen Österreich, aus Böhmen zurückkamen, wo die meisten Kampfhandlungen stattgefunden waren, waren sie angesteckt von der Gier nach Pilsner Bier, das die Bayern in Böhmen eingeführt hatten. Zurückgekehrt nach Berlin war man nun endgültig, ja, gierig auf richtiges Bier und so nahm andererseits die Produktion noch mal zu. Dazu kommt, dass das Wachstum der Großstadt Berlin, das ist der dritte Aspekt, dazu führte, dass die Lebensmittelversorgung, und dazu zählte man früher auch das Bier, auf eine völlig neue Grundlage gestellt wurde und es entstanden riesige Brauereikomplexe, im Wesentlichen durch Fusionen.